Deutschland, wenn ihr Tuch einst morsch sein wird, erst dann werden die Menschen rückblickend nach die Größe unserer Zeit ganz fähig sein, zu verstehen und zu begreifen, was Sie, meine Kanzlerin, für Deutschland bedeuten. Sie sind die Bundesrepublik. Wenn Sie handeln, handelt die BRD. Wenn Sie richten, richtet die Bevölkerung. Ein dreifaches Geil, Merkel! Geil, Merkel! Geil, Merkel! Sind seit der Machtergreifung am 20. September 2005 durch unsere geliebte Führerin und Kanzlerin der Migranten vergangen. 13 Jahre voller Erfolge und Höchstleistungen, welche dokumentieren, dass die Einwanderungsgesellschaft unser Land wirtschaftlich und biologisch nach vorne an die Spitze Europas zu bringen vermocht hat. 13 Jahre, in denen dieses Land blühende Landschaften gebar und wir gerade in den letzten Jahren der Kanzlerschaft Millionen neue Deutsche in diesem Land begrüßen dürfen. Liebe Merkel-Freunde, ich bin überwältigt von so viel Liebe, die unserer Kanzlerin mir entgegensprüht. Meine Damen und Herren, heute ist die Merkel-Jugend zusammengekommen, um die Kanzlerin gebührend zu empfangen. Wir freuen uns, Sie, Frau Merkel, in Chemnitz begrüßen zu dürfen. Lange haben wir auf diesen Moment gewartet. Wir aber werden dafür sorgen, dass die Kanzlerin dieses Reich ewig regieren wird. Das Reich der Glückseligkeit. Unser Dank ist das Gelöbnis, in guten wie in schlechten Tagen zu Ihnen zu stehen. Komme, was immer da wolle. Dank Ihrer Führung wird die BRD Ihr Ziel erreichen, Heimat zu sein. Heimat zu sein für alle Menschen dieser Erde. Wer Merkel nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Wer Merkel nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Wer Merkel nicht liebt, soll Deutschland verlassen.